Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart Double Dash. Es kam eine Zeit lang nicht. Ne, Freunde, Spaß beiseite. Es geht weiter. Und zwar habe ich den Meisterschaftsmodus nicht gemacht. Oder gesagt, Meisterschaft in 150cc habe ich nicht gemacht und Meisterschaftsspiegel. Ja, also die Meisterschaft 150cc werde ich in diesem Part erledigen, meine Damen und Herren. Oh, ja, wobei, ich muss das erstmal freischalten, ne? Okay, das ist sogar ein bisschen... Ich entschieße mir an der erstmal die ganzen Cups. So, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Gut, wir haben jetzt alles. Das habe ich jetzt gerade eben schnell durchgespielt. Nee, Freunde, aber wir hatten es ja sowieso hier gemacht. Von dem her ist es jetzt eh nicht so schlimm. Wir hatten eh hier alles freigeschaltet. Und jetzt werde ich auf jeden Fall den Meisterschaftsmodus spielen. Da sind alle Cups halt einfach nochmal halt zusammengefasst drinnen. Ich habe das Spiel auch lange noch mal gespielt. Das heißt, die Strecken werden auf jeden Fall wieder für mich neu sein. Und ja, sorry, wie gesagt, dass ich die Meisterschaft nicht gemacht habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall Mario Kart Double Dash habe ich dann für mich dann richtig abgeschlossen, wenn ich diese, also wenn ich den Meisterschaftsmodus dann halt auch die Meisterschaftsmodus in 150cc und im Spiegelmodus dann gebracht habe. Für mich ist das dann abgeschlossen. Mehr gibt es nicht. Battle-Modus habe ich auch schon gemacht. Mehr gibt es dazu auch gar nicht. Von dem her. So. Boah, das Driften ist hier auch ein bisschen komisch, muss man ehrlich sagen. Naja, ist auch nicht so wichtig. So, zack, wir sind Erster. Ganz easy, lecker. Und wie gesagt, dann gibt es noch Mario Kart Wii. Da gibt es aber auch nur den Battle-Modus, den ich auf jeden Fall noch machen möchte. Ey, wie driftet man hier nochmal richtig? Man muss doch mit dem Controller wackeln, oder nicht? Also nach links und rechts wischen. Warum funktioniert das nicht? Ja, wir werden von 1000 Dingern hier zerfetzt. Aber jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie komme ich jetzt da drauf, das zu machen? Keine Ahnung. Ist echt eine gute... Wieso, hä, wieso habe ich den... Egal. Ich weiß nicht, warum ich den Pilz nicht bekommen habe. So, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da drauf komme. Ich glaube, mit L driftet man, kann das sein. Nee, oder? Natürlich. Nee, mit L driftet man halt auch. Aber es ist halt nicht. Oh, das war knapp. Nein! Ich werde halt auch getroffen. Ich werde halt einfach auch getroffen. Ja, natürlich, ey. Naja, okay, wir sind... Dritter. Toll. Na gut, vorm Ziel. Naja, ist mir egal. Komm, wir müssen hier einfach nur Erster werden. Und er hat gesagt, es ist eigentlich kackegal, ob ich jetzt Erster werde am Ende des Cups. Das ist eigentlich kackegal und das meine ich ja wirklich ernst. Das ist ja völlig egal, wir spielen den halt einfach komplett durch. Das ist zum Glück nicht wie bei Mario Kart Arcade. GP, was ja mein aktuelles Mario Kart LP ist, da das ist halt nicht dasselbe. Muss halt, wie gesagt, nicht erst sein auf jeder Strecke sein, das finde ich gut so. Und es ist relativ gechillt. Und an sich finde ich das eigentlich sowieso so besser eigentlich, dass ich den Meisterschaftsmodus so mache. Weil, ihr wisst ja, mein altes LP, da war die Grafikeinstellung nicht so ganz geil, weil ich es halt direkt von der Wii, glaube ich, aufgenommen hatte. Und jetzt nehme ich das halt mit dem Dolphin-Emulator auf und es ist halt dann viel, 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 viel besser. Ihr seht schon, die Grafik ist viel besser. Sieht einfach besser aus, muss man an der Stelle zugeben. Sieht halt einfach stockenscharf aus. So, Bams. Also ich weiß echt nicht, wie man hier gedriftet hat. Da habe ich echt gar keinen Plan. Habe ich eigentlich gar keinen Plan mehr, ehrlich gesagt. The fuck fahre ich hier langsam?
Natürlich, ey. Seit wann war. Wieso ist das Wasser so hoch gestiegen überhaupt? Natürlich, Mann! Guck's. Ist doch lächerlich, Alter. Der dreht sich dann genau zu uns um. Was soll man noch nicht erzählen? Ja, nimmt ruhig alle Items mit. Wer braucht schon Items? Ja, Lacker! Mann! Es ist aber auch schwierig mit dem Teil hier zu lenken eigentlich. Ja! Er wird getroffen. Oder die. Boah, hier muss man echt aufpassen, Alter. Mit dem Fahrzeug hier lenkst halt einfach so schwierig. Das ist halt einfach so eine riesige Karre. So, Bams. Bams! Easy! Und er hat gesagt, weil Buhu halt ein schwieriger Charakter ist, warum auch immer. Ein Geist kann doch gar nicht schwer sein. Naja, ist halt ein fetter Geist. So. Ja, okay, wir haben 16 Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt wir sind auf dem ersten Platz. Das ist sehr schön. Und so an sich ist das ja auch mal eine coole Sache eigentlich. Nach 2 Jahren halt nochmal alle Strecken. Also Meisterschaft ist ja halt alle Strecken von dem Spiel. Dann seht ihr halt die Strecken halt nochmal. Vielleicht dann nicht ganz so langweilig, wie man, wenn man das im aktuellen LP halt gemacht hat, weil ihr die dann eh schon kanntet zu dem Zeitpunkt. Ja, und das wäre halt einfach nur eine Wiederholung gewesen. Und so ist das eigentlich ganz cool. Aber ich hätte es schon wirklich früher machen sollen, ja. Ich weiß, das hätte ich echt machen sollen. Aber ich weiß nicht, warum ich das damals nicht gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall beim 5. Part auch gesagt, dass ich den Meisterschaftsmodus im 150cc schon aufgenommen hatte. Aber das Mikrofon nicht also meine Stimme wurde halt nicht aufgenommen vom Mikro. Ja. Und da hatte ich halt einfach gar keine Lust, dann nochmal aufzunehmen, weil vor allem Meisterschaft ist halt, wie gesagt, alles nochmal neu, aber jetzt möchte ich halt wirklich alle Mario Karts wirklich so 100% gemacht haben, alles da gemacht haben, damit ich da auch zufrieden mit bin. Ich muss mir auch bald mal entweder Mario Kart Wii selber zulegen oder... Weil ich mache das irgendwie auf Dolphin, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie man das auf Dolphin machen soll. Da habe ich noch gar keinen Plan. Aber vielleicht habe ich das auch, vielleicht habe ich das Spiel sogar hier noch. Müsste ich mal gucken. Aber ich glaube nicht. Wenn, dann habe ich es. Ich habe es sicherlich nicht irgendwohin verlegt. Ich denke nicht. Also ich denke nicht, dass ich das habe. Oder ich hol's mir halt nur für den Battle-Modus, was aber eigentlich eher unnötig wäre. Wie gesagt, ich würde es ja auch nicht weiterspielen. Sagen wir es so, also es ist nicht so schlimm, wenn ich da das auf dem Emulator spiele. Allgemein überhaupt nicht, weil das eh Werbung ist. Von dem her. Das ist ja für mich, ich mache ja positive Werbung eigentlich und von dem her sollte das eigentlich nicht so schlimm sein. Und ich denke, ich bin auch nicht der Einzige, der sowas macht, also von dem her. Aha. Ja, genau, hä, wieso trifft der blaue Panzer nicht? Hä, wieso hat der... Warum hat die Blue Shell den nicht getroffen? Sorry, aber das checke ich ja mal gar nicht. Sorry, das checke ich jetzt wirklich nicht. Und ich glaube, ist das wirklich... Das kann auch... Warte mal, Babypack. Nee, die sind, glaube ich, zufällig ausgewählt. Also nicht... Der Pilzkopf kommt nicht als erstes, sondern es ist halt einfach zufällig, oder was? Also welche Strecke als nächstes immer kommt. Es ist nicht nach Cups sortiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann doch nicht sein, dass Babypark...
im Pilzcup war und war Luigi Arena auch. Nee, das kann nicht sein, Jungs. Oder? Nee, oder? Ich denke nicht. Also Meisterschaft ist, denke ich mal, zufällig einfach. Also da kommt einfach zufällig was dran. Ja, genau, ey. Ach, L ist driften. R ist ja gar nichts. Okay, Kettenhund. Muss man aufpassen, ist wieder Kugelwilli halt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kugelwilli so zu der Zeit von Mario Kart DS kam, ne? So, komm. Also es war, glaube ich, bei Mario Kart DS das erste Mal, dass der Kugelwilli da war. Mann! Naja, wir sind immer noch Zweiter. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kugelwilli zu Zeiten von Mario Kart DS reinkam. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind sogar Zweiter. Ja, wir werden hoffentlich Erster. Ich hoffe es. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir Erster werden. So, Marius Piste. Das war, glaube ich, im Pilz Cup, kann das sein? Und ich glaube, R ging auch, ne? Nee, L ist driften. L ist wirklich driften. Aber das muss man halt auch hier beherrschen. Sorry, aber ich wusste gar nicht mehr, womit man hier driftet. Ich hab auch gar nicht die Steuerung erst angeguckt. Also ich nehme das jetzt hier gerade wieder blind von der Steuerung her auf. Natürlich, Mann. Guckt euch einfach an, wie lächerlich das einfach ist. Jedes Mal, wenn ich neben der ersten Person bin, dann kommt die Blue Shell. Und jedes Mal, wenn ich weit weg bin, dann ist nix. Dann ist weite Sicht auch gar keiner da, der irgendwie eine Blue Shell schmeißt. Ach du Scheiße, ich habe ja voll viele getroffen. Krass. Mann, ich drifte viel zu schlecht. Guck mal, ich habe einfach 5-6 Leute getroffen mit der Bowser Shell. Die ist halt einfach nur geil. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, es ist einer der geilsten Items hier. Mit Kettenhund natürlich, ne? Kettenhund ist auch ganz geil, weil das halt wie Kugelwilli ist. Der hilft dir halt schon aus der Klemme. Und an sich finde ich halt auch den Babywagen eigentlich am geilsten. Aber ich finde halt einfach König Buhus Fähigkeit einfach nur mega geil. Weil der halt jedes Spezial-Item haben kann. Finde ich halt echt geil. Oh, geil. Darf ich dich? Ich habe leider keinen getroffen und natürlich kriege ich eine rote Shell ab. Nein! Das ist ärgerlich. Das war schon wieder so knapp und ich konnte halt einfach nichts machen. So, aber ich bin Zweiter immer noch. Okay, aber das wird knapp. Also DK und Birdo sind mir knapp auf den Fersen, aber der Rest ist halt einfach für den Arsch.
Die sind die einzigen, die so, ja, was reißen. Und das wird schon knapp. Muss halt immer Erster werden. So, Donkey Kong Bergland, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das aus dem Blumencup ist. Oder? Ich glaube schon, das war aus dem Blumencup. Oder, nee, das war Sternencup. Boah, Junge, ich weiß gar nicht mehr. Sorry, aber ich weiß echt nicht mehr, wo welche Strecken waren. Sorry, aber das Spiel habe ich jetzt... Als Kind habe ich das gesuchtet, das ist schon mal klar. Aber, ich habe das auch eine Zeit lang halt nicht mehr gespielt. Sogar eine sehr, sehr lange Zeit lang, weil ich halt einfach nur das gespielt habe, was ich auch aufgenommen habe. Von dem her. Und es ist auch irgendwie so die Lust, es vergeht aber auch so die Lust, wenn du halt alleine bist mit dem Spiel. Und ja, es gibt halt auch Mario Kart 8. Ja. Wenn ich Lust hätte auf Mario Kart, dann würde ich halt Mario Kart 8 eher spielen, weil ich das halt auch gekauft habe. Ist ja klar. Da vergeht halt auch die Lust, so Mario Kart Double Dash zu spielen. Was ganz klar ist einfach. So, ich habe leider kein Item bekommen. Das ist nicht so gut. Nix gut. Also wie gesagt, was ihr noch erwarten könnt, ist auf jeden Fall noch ein Part von diesem Spiel, wo ich den Meisterschaft im Spiegel mache. Und Mario Kart Wii Part, ja, wo ich den Battle Modus mache. Dann gibt es auf jeden Fall noch Mario Kart 8 Deluxe Online Parts, ist ja ganz klar. Dann Mario Kart Arcade GP wird natürlich zu Ende gemacht, ganz klar. Mario Kart Arcade GP 2 kommt. Also vom Mario Kart her halt einfach, was ich jetzt gerade aufliste. Und Mario Kart 8 Deluxe gibt es dann noch den Battle Modus, den ich auch im Offline-Modus mache. Und mehr gibt es halt einfach von Mario Kart einfach nicht. Zumindest gibt es ja noch Mario Kart 8. Mario Kart GPDX, was man zurzeit erstmal noch gar nicht wirklich spielen kann oder eher gesagt aufnehmen kann. Wie soll ich das aufnehmen, Jungs? Keine Ahnung. Zumindest nichts gefunden dazu. Denke auch nicht, dass das geht. Zurzeit. Ja, das ist das einzige Spiel, was noch zu der Reihe dazugehört. Und natürlich krieg ich die Blue Shell. Ist ja klar. Ist ja ganz logisch. Also wie gesagt, hier in dem Spiel habe ich, glaube ich, nicht so viel Skill. Und das ist Glück. Das ist Glück, dass der Blitz jetzt einschlägt. Weil jetzt sind wir nämlich trotzdem noch groß, weil wir genau zu dem Zeitpunkt geflogen sind. Das ist halt echt Glück. Na, natürlich. Natürlich, ich fahre jedes Mal so schlecht in der letzten Runde. Ich denke nicht, dass ich jemanden mit der grünen Panzer treffe. Natürlich kommt noch mal sowas. Warum nicht? Und da kommen sie schon. Ja, guckt es euch einfach an. Das waren ja nur Bananen. So. Tja, ihr seid am Arsch. Es ist einfach nur perfekt mit der Bowser Shell hier bei der Brücke. Da kann man einfach gar nicht ausweichen. Was willst du da machen? Das ist halt einfach komplett OP. Das ist einfach nur geil. So, da zum Erster. Da könnt ihr nichts machen. So. 50 Punkte. Jetzt sind wir auch Erster. Sehr schön. Aber es ist trotzdem sauknapp. Also wenn ich es mal so sehe, zweiter und dritter Platz. Bei denen läuft. Einer von unten sollte sich mal jetzt hocharbeiten. Los. So, Pilz City, wo war das denn? Jungs, es verwirrt mich halt auch übelst. Hä, was ist denn jetzt passiert? Es verwirrt mich halt auch übelst, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo die Strecken halt waren. Ich kann die auch gerade nicht kategorisieren. Ich weiß auch nicht, wann ich die kategorisieren soll. Oder wohin? Kein Plan. So, das war immer eigentlich mein Weg, den ich genommen hatte. Weil es halt auch ein Item gab. Aber die Strecke ist auch ein bisschen verwirrend, wenn man es mal so sagen kann. Da gibt es halt so viele Wege, die du halt da gehen kannst. Eine checkst du halt nicht. Oder zumindest du checkst es halt, wenn du es halt gespielt hast, aber so an sich habe ich es gerade auch gerade wirklich nicht wirklich geblickt.
Also, wo ich, also nach einer langen Zeit, wo ich das... Oh, lol. Wo ich das nach einer langen Zeit wieder spiele hier. Aber ich hatte jetzt ein bisschen... Hat mich das sogar ein bisschen schon wieder... hat mich schon wieder ein bisschen verwirrt. So, Alter, okay, ich wollte schon auch... Das wäre böse... Das wäre böse geworden, wenn... Das Ding... explodiert wäre bei uns oder in unsere Richtung gefahren wäre. Das wäre schlimm. Das wäre sehr, sehr, sehr schlimm. Diese Musik ist so geil. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ich weiß auch, warum der rote Panzer aufgehalten wurde. Weil ich eine Banane gelegt habe. Ich hab dich gar nicht getroffen, du Hacker. So, Peach ist schon wieder so nah dran. Das ist die zweite, glaube ich, ne? Der zweite Platz. Ja, natürlich, ich wollte die gerade legen. Lächerlich. Natürlich nimmt sie den Pilz, doch nicht. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Pilz gerechnet. Dass ich den bekomme. Nicht den hier, aber gut, das ist auch eine geile Methode. Oder eher gesagt, auch eine geile Wahl. Finde ich auch ganz geil. Und natürlich. Das ist doch lächerlich. Sorry, aber was ist denn das für ein Timing? Ich war die ganze Zeit Erster. Oder eher gesagt Zweiter jetzt von ihr. Wurde ich halt überholt. Eher gesagt, ja doch, doch, ich wurde von ihr überholt. Ja, kann ich nichts machen. Aber das war richtig lächerlich mit dem blauen Panzer. Sorry, aber was war das denn? So. Das war richtig lächerlich. Genauso viele Punkte wie ich. Alter, das wird sauknapp. Ich muss jetzt aufpassen, dass nie mal letzter wird oder so. Ich soll wirklich mal letzter werden. So, Pilzbrücke. Das war, glaube ich, im Blumencup. Glaube ich. Und ich denke schon. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich damit richtig gelegen habe mit den ganzen Vermutungen. Und zu welchem Cup die Strecken gehören. Wie gesagt, ich habe echt gar keinen Plan mehr, in welchem Cup die einzelnen Strecken waren. Hier ist es ja halt einfach zufällig. Zumindest weiß ich auf jeden Fall ein paar Strecken, wo die halt wirklich halt, denke ich mal, sein könnten. Oder gesagt, ich glaube, die waren da auf jeden Fall. Ich weiß es halt auch echt nicht. Ich weiß echt nicht, wo die einzelnen Strecken sind. So, nochmal die Banane. Spezial. Perfekt. Hä, als ob ich Donkey Kong nicht... Als ob der da nicht in die Banane gelaufen ist. Ja, jetzt guckt's ja an. Guckt euch das Timing an. So, die sind natürlich da reingetreten, ist ja klar. Jetzt kriegt er noch einen Panzer. Ich hoffe, ihr werdet davon getroffen. Aber leider nicht. So, Bams. Ich hoffe, ihr feiert da rein. So, warum gehe ich da nicht eigentlich nicht da außen rein? Ey, was sollte das? So, komm, Bams. Ich habe den roten Panzer abgewehrt. Wetten, jetzt kommt eine Blue Shell. Oh, ja, 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 ja. Trete doch da rein. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, das war knapp. So, sehr schön. Ja, erster Jungs. Und ich glaube, Birdo wird sogar zweiter. Das wäre perfekt. Nee, ich glaube, die sind sogar vom Ziel jetzt hochgesprengt worden, oder? Habe ich zumindest gesehen, aber die sind trotzdem zweiter, okay. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen mehr Abstand. 4 Punkte Abstand schon. Das ist jetzt nicht viel. Oder die Welt. Aber das ist auf jeden Fall ein Abstand, der sich mal ein bisschen lohnt. So, Yoshis Piste, da bin ich mir auch ziemlich... Das war auf jeden Fall im Sternencup.
oder? War das im Sternencup? Ich glaube schon. Das war, glaube ich, im Sternencup. Also sieht zumindest für mich so für so eine Strecke aus. Der grüne Panzer ist halt einfach saugefährlich. Aha. Der ist halt einfach saugefährlich. Muss man echt aufpassen. So, komm, Toad. Komm her. Komm, go, 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 komm. So, wir haben jetzt drei grüne Panzer. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ein Special sein soll, aber... Ist das Special von... Ich weiß es nicht. Ich glaube von... Hey, warum habe ich jetzt... Panzer verloren? Natürlich, Mann, was soll ich denn da machen? Also, ich weiß nicht, von wem das Special ist. Ich glaube, vom grünen Cooper kann das sein. Ist aber dann voller lame Special. Wer will denn das Special haben, bitte? Wer will das denn? Nimmt man noch extra Para-Cooper? Wer nimmt dann denn schon Cooper? Wenn man nur so eine Scheißfähigkeit bekommt. Natürlich fallen die da nicht rein. Bams! Natürlich überholen die mich. Nein! Oh, ich. Okay, ich wollte schon meinen Controller gerade weglegen. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Ich hätte mich fast umgebracht, dass ich hier. Ich habe die Shell nämlich aus Versehen nach hinten geworfen. Habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen. Ich wollte ihn nach vorne werfen, aber der hat irgendwie den nach hinten geworfen. Weil ich halt aus Panik halt nach unten gedrückt habe währenddessen. Und da schmeißt man es halt eigentlich zurück. Wenn man das macht. So, wetten, dass sie es jetzt gleich macht? Nee, kriegst du nicht hin. Aha. Sehr schön, Peach wurde überholt. Sehr schön, die ist Dritter. Ich hoffe, die bleibt Dritter. Ja, wir haben sogar den Panzer abgewehrt. Das ist schön. So, perfekt. Eigentlich kann uns nichts mehr aufhalten. Sehr schön, wir sind Erster. Und ich glaube, Donkey Kong ist sogar Zweiter geworden. Dann haben wir ein bisschen mehr Abstand. Ja, guck mal. Wir haben übelst den... Wir haben geilen Abstand, Jungs. Haben wir ja. Gut. Dann sind wir erstmal ein bisschen meilenweit voraus. Wir sind schon meilenweit vorne. Das ist einfach sehr schön. So, staubtrockene Wüste. Let's go. Und das ist, denke ich mal, im Blumencup gewesen. Weil entweder vertausche ich mich immer mit, also eher gesagt, verwechsel ich mich immer mit dem Stern, also von Blumencup zum Sternencup, oder es ist wirklich richtig, wie ich das mache. Ich denke, dass ich wirklich mich mit dem... Also... Ich verwechsel mich wahrscheinlich immer mit dem Blumencup. Also zwischen Blumencup und Sternencup verwechsel ich mich wahrscheinlich immer. Denke ich zumindest. Okay, gut abgewehrt. Aber Glück gehabt, dass wir so ein Item bekommen haben. Aber hier gibt es auch keine unnötigen Items. Also sowas wie ein... Münzen gibt es hier nicht, zum Glück nicht. Das ist schon in Mario Kart 8 schon übelst unnötig. Ich finde das komplett unnötig. Was bringen die denn? Also das Item ist, finde ich, ja komplett für den Arsch. Sorry, aber... Nur wegen den Kartteilen? Das ist euer Ernst, Jungs? Ist doch scheißegal, Alter. Sammelt die einfach auf der offenen Straße. Man braucht doch kein Item dafür. Also ich finde das Item auf jeden Fall für den Arsch. Hä? Ich hatte... Hä?
Ich hatte doch Dinger aktiviert. So, da muss ich auch passen. Ich hatte doch den Panzer zurückgeschossen. Warum hat das nicht gezählt? Ja, ist auch egal. So, wir sind immer noch Erster, das ist sehr schön. Aber wetten, dass jetzt gleich ein blauer Panzer kommt. Ich kenne meinen Karma. Nein, ich habe sogar noch angekündigt. Das war klar. Das war sowas von klar. Alter, war das einfach klar. So lächerlich, ey. Ich halte lieber mein Maul, ey. Das ist jedes Mal das Karma, ey. Jedes Mal dasselbe. Natürlich fliegt. Nee. Nee, oder? Natürlich in der letzten Runde falle ich da auch noch rein. Und natürlich kriege ich nur einen scheiß Pilz. Ich hätte lieber gerne einen Königspilz in der gehabt. Natürlich fahre ich in meine eigene Banane rein. Na, ich habe kein Item, ich kann auch niemanden überholen. Natürlich werde ich jetzt auch noch vom... Nicht mehr Vierter. Wie viele Punkte bekommt man da? 4. Trotzdem sind wir Erster. Zwar nicht mehr so mit so hohem Vorsprung, aber was will man machen, wenn man genau in der letzten Runde in die Scheißgrube fällt? So, das ist auf jeden Fall, glaube ich, im Special Cup gewesen. Nee, das war Stern. Oder? Jungs, keine Ahnung mehr, Alter. Ohne Mist. Ich denke, das war im Special Cup. Nee, das war im Stern Cup. Als letzte Strecke, glaube ich, sogar. Natürlich. Aha. Natürlich werde ich auch noch mitgetroffen. Dann. Ja, aber guck mal, ich werde von denen nach vorne geschubst. Das ist geil. Dankeschön, Jungs. Dankeschön. Finde ich richtig nett von euch. So, hier muss ich auf jeden Fall driften. Das hilft halt wirklich. Hier muss man echt aufpassen. Also von diesem Feuerring habe ich auch immer Angst eigentlich. Natürlich. So, hier gibt es nämlich eine Abkürzung, aber die kriegt man nicht hin, weil... Natürlich, ey. Die kriegt man natürlich nicht hin, weil... Ich glaube, wir brauchen dafür einen Pilz, ne? Oder bräuchte man zwingend dafür einen Pilz? Man muss aber auf jeden Fall auch timen, weil die Bowser-Statue kann halt auch Feuer schießen zu dem Zeitpunkt. Dann fliegt er halt runter. Natürlich geht die jetzt links lang. So, auf jeden Fall, Peach darf nicht vor uns sein. Wenn wir in Abstand wollen, dann müssen wir Peach irgendwie so weit wie zurück. Bringen. Aha. Aber die ist halt immer noch Zweiter. Hä, warum hat er es nicht gemacht? Warum wurde das nicht blau? So, ich hörte es schon. Natürlich, wann werde ich getroffen? Welchen Radius hat dieses Ding? Da kommt schon wieder einer. So. Soll echt aufpassen. So, komm. Ah, wir haben die Abkürzung abgenutzt. Ausgenutzt. So, Special. Bams. Haha. Oh. Peach ist Vierter und DK sogar Dritter. Das sind die Charaktere. Aber trotzdem, Peach ist Vierter. Das sind die Charaktere eigentlich, die relativ knapp zu uns sind. Also die sind relativ nah an uns dran. Aber das passt perfekt. Nein, Peach, Peach, Peach.
Ja, Peach getroffen, jawohl. Peach ist halt jetzt Dritter sogar schon. Aber dafür ist DK halt Vierter. Alter, ich wollte schon sagen. Hä, wo sind die? Habe ich jetzt gerade einen riesen Abstand? Nee, keinen riesen Abstand, aber ich habe einen ganz guten. Da ist noch ein Pilz, da ist noch ein Pilz. Natürlich, ey. Natürlich kommt da ein roter Panzer. Sorry, aber das ist halt einfach nur Pech. Da kannst du nichts machen. Das war genau in dem Zeitpunkt. Wäre der nicht da, ihr wisst, was passiert wäre. Dann wäre ich da drüber gejumpt. Aber trotzdem, wir haben einen riesen Abstand. Und Peach ist immer noch Dritter. Zweiter, nee. Auf keinen Fall jetzt. Naja, wir sind Erster. Juckt mich nicht. Sollte halt Zweiter werden. Wir haben trotzdem einen Abstand jetzt. Ein bisschen mehr Abstand. Wir haben 10 Punkte Abstand. Das heißt, wir könnten Letzter werden und die Erster und dürften immer noch Erster sein. Aber wir wollen das natürlich nicht. Wir wollen natürlich immer weiter Vorsprung aufbauen, weil wir den ersten Platz halt wollen. Ne? Daisy's Dampfer, das ist auf jeden Fall Blumencup. Das ist 100% Blumencup. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein Blumencup. Sorry, dass ich mich räuspere, aber irgendwie drückt mir der Hals. Ja. Muss ich mal räuspern. So, komm. Beardo wurde getroffen. Haha, Loser. Mir gefällt es nicht, dass Peach Erster ist. Das gefällt mir gar nicht. Wir müssen dich überholen. Ich hoffe, die wird wieder Vierter oder so. Das wäre geil. Noch ein bisschen mehr Abstand sogar. So, eigentlich würde ich da runter gehen, aber das... Das ist nicht so gut eigentlich für die Beschleunigung, weil unser Auto, das beschleunigt nicht so schnell, glaube ich. So, treffen wir dich? Jawohl, lecker. So, komm. Ich möchte das Item hier. Zack. Natürlich haben wir die nicht halt nicht getroffen. Haha, die ist trotzdem an dieser Shell da ausgerutscht. Oder wurde halt davon getroffen. Wie auch immer, die ist halt drauf gelandet, getreten. Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall hat die aufs Maul bekommen. Das kann man schon mal so sagen. Ja, natürlich kriege ich das Item nicht. Ich fahre einfach zwischen zwei Items, ist klar. Ja, Peach muss jetzt weiter runter, please. So, hier sind so viele Bananen, die muss ausrutschen. Hoffentlich von meiner. Dann merke ich das auch. Als ob die da an dieser Stelle da problemlos durchgefahren ist. An allen Bananen. So, wir haben, glaube ich, ja, wir haben ein bisschen Abstand auf jeden Fall. Auf der Karte. Also so schnell dürften wir jetzt eigentlich nicht überholt werden, aber so wie ich mein Karma kenne, kommt jetzt ein blaues Shell aus dem Nix. Dann kommt noch ein paar rote Panzer und dann sind wir schon wieder überholt, ne? Na klar. So, da dürfte jeder jetzt ausrutschen. So, da muss jetzt jeder ausrutschen. Ich hoffe, Peach rutscht aus. Und wird so um die 5. Platz. Okay, sind aber immer noch. Die sind immer noch Dritter. Wir haben 100 Punkte. Wir haben jetzt 14 Punkte Abstand. Das ist ziemlich nice. Jetzt müssten wir eigentlich so um die 13. Strecke fahren, ne? Sorbetland. Das war im Sternencup. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das ist Sternencup. Locker. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzte Strecke Regenbogen Boulevard wird, oder? Kann das sein? Na dann, viel Spaß, Jungs. Es ist wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich richtig schwierig sein zu fahren. Vor allem mit diesem Auto. Und vor allem, da ich das Spiel halt nicht wirklich lang gespielt habe.
Lang her, also es ist schon lang her, wo ich das Spiel gespielt habe. Ihr seht, ich habe jetzt nicht so krassen Skill jetzt in dem Spiel wieder. Stern, lecker! Geil! Also ihr seht, ich denke, ich werde da failen. Das bin ich mir ziemlich sicher sogar. So. Ziemlich geiler Zufall, dass wir den Stern bekommen haben sogar. Hier, bitteschön. Aha. Bam. Ja, abgesehen von Bananen bekommen wir jetzt... Na, ich bekomme natürlich auch eine ab. Natürlich werde ich jetzt ins Ausgeschleudert. Wohin auch sonst. Bam. Ja, das war Karma. Naja, gut. Die ist eingefroren. Oder der. Es läuft hier gerade richtig viel Amok hier. Hier ist einfach komplettes Chaos gewesen. So, hier ist auch noch... Oh, nice. So, die Banane sollte ich ja nicht hier legen. Mitten in der Strecke. Perfekt. Hey, Peach ist gar nicht mehr in den Top 4. Das sieht gut aus. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Natürlich ist Peach wieder in den Top 4. Ist auch weiter... Ja, natürlich wird die Zweite. Kannst du mir doch nicht erzählen, Alter, dass sie so lucky ist. Naja, gut. Ja, natürlich ist sie wieder Zweite. Kaum erwähne ich, dass die... nicht in den Top 4 ist. Ja, wird sie Zweiter. Oder sogar, ja, die war halt Vierter und dann ist sie Zweiter geworden. Ne, Dritter geworden und dann Zweiter. Ja, natürlich, alles so kurzfristig. So, das ist Special Cup Strecke. Und ich weiß auf jeden Fall, dass danach Varus Kolosseum dran sein muss. Das ist die einzige Strecke, die wir noch nicht hatten. Ja, und dann halt Regenbogen Boulevard. Das wird wahrscheinlich die letzte sein. Müsste ja Sinn machen. Macht schon Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Oder Regenbogen Boulevard kommt halt danach. Oder es ist halt wirklich alles zufällig. Aber ich denke, dass Regenbogen Boulevard immer als letztes kommt. Bei Meisterschaft. Das ist, denke ich mal, extra so gemacht. Haha. Ja, ich höre schon. Ich höre es schon. Guck mal. Das ist halt das Karma. Was willst du machen? Und natürlich kriege ich halt doppelt gemoppelt alles ab. Aber ich war auch dumm, dass ich da auch reingelaufen bin. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da hingelaufen bin. Ich dachte, ich könnte es damit abwehren. Ich dachte halt, dass ich früher in den... Hä? Ja, also ich dachte früher, dass ich... Also ich dachte auf jeden Fall, dass ich früher in den Sprudel komme als... Naja, das ist so lächerlich. Also ich dachte früher, dass ich früher in den Sprudel komme, als vom blauen Panzer getroffen zu werden. Alter, wie lächerlich das ist. Aber ich bin wenigstens groß. Jetzt bin ich Fünfter. Aber ich habe eigentlich einen Abstand. Und es sind nur noch drei Strecken. Ja. Also so krass kann die mich jetzt nicht überholen. Außer ich werde halt überall immer Letzter. Und sie muss halt auch im Erster werden, was sie aber gerade auch ist. Was halt echt ein Scheißzeichen ist. So, Spezial. Bams. So, du wirst getroffen, Yoshi. Hoffentlich. Nee, die Bombe trifft mich natürlich, ey. Wo sind die? Zwei ersten. Okay, die haben einen relativen Abstand zu mir. Aber jetzt nicht so den heftigsten. Also man kann die überholen. Ja, es wird immer... Wir kommen immer näher. Wir sehen sie. Perfekt.
Oh, die werden auch irgendwie langsamer, kann das sein? Ey, was soll ich denn da machen? Ich kann auch nicht schnell nach rechts lang, weil da wäre ich in den Sprudel rein. Haha. Ey, natürlich. Zweiter! Perfekt. Vor Peach. Vor Peach und to Toad. Das passt. Zweiter ist vollkommen okay eigentlich. Das ist komplett okay. Wir haben 120 Punkte. So, wir müssen nur noch einmal so in den Top 4 werden. Schon können die uns gar nicht mehr überholen. Egal, was sie machen. Die könnten uns nicht überholen. Weil, wie gesagt, in zwei Strecken kriegt man halt keine 18 Punkte zusammen. Außer ich werde halt immer Letzter bei den beiden Strecken. Kriege ich, glaube ich, einen Punkt. Und die kriegen halt... Ja gut, dann haben wir Gleichstand. Also bin ich trotzdem, glaube ich, Erster. Also ich kann, glaube ich, meine Eier chillen. Aber mache ich den dennoch nicht. Wir wollen sicher den ersten Platz. Oder was heißt, was, wieso sicher? Schade, dass man hier nicht abkürzen konnte. Nee, ich will auf jeden Fall sicher den ersten Platz. Oder was heißt hier sicher? Ich will halt einfach raus hoch den ersten Platz. Warum sollte ich jetzt meine Chancen verspielen extra? Das macht doch gar keinen Sinn. So, und ich habe ja richtig predicted. Ja, da kannst du ja noch nicht richtig predicten, weil die Strecke haben wir noch gar nicht gefahren. Und die gab es halt im GameCube-Teil. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall gesagt, dass, denke ich mal, der Regenbogen-Boulevard als letztes kommt. Ich denke das auf jeden Fall und das ist halt auch wirklich so gewesen. Weil er hat gesagt, ist es halt einfach so, glaube ich. Werden wir herausfinden, wenn wir dann halt auch den Spiegel-Cup dann... Also er gesagt, die Meisterschaft dann nochmal in Spiegel spielen. Da werden wir es dann halt richtig wissen. Ob das immer so ist. Aber ich denke auf jeden Fall, es macht Sinn, als finale Strecke. So, Peach ist Zweiter. Das ist so lächerlich, was soll ich denn da machen? Da komm, hä, als ob ich den nicht... Das ist so lächerlich, ne? Das ist halt einfach lächerlich. Sorry, das ist lächerlich. Ja, die ersten zwei haben schon einen haushohen Abstand zu mir. Ich kann die wahrscheinlich nicht überholen. Werde ich auch wahrscheinlich nicht. Gab es hier nicht irgendwie eine geile Abkürzung? Ich weiß nicht, ob das eine geile Abkürzung ist. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wenn ich da runterspringe, dann wahrscheinlich fliege ich da auch runter. Aber ich hätte es wirklich gerne probiert, aber nicht so. Braucht man nicht. Muss das halt nicht wirklich riskieren. Finde ich unnötig. Aha, die wurde getroffen. Wir sind sogar Dritter. Aber wir können immer Zweiter werden. So, Bams. Hä, natürlich. Hä, als ob. Trotzdem, Dritter. Vorm Ziel. Perfekt. Ich bin damit okay, ich bin damit zufrieden. Ich bin ist es mir egal. Sag es mal so. Na gut. Die können mich nicht mal überholen. Man kriegt nur 10 Punkte, wenn man Erster ist. Ihr seht schon selber. Also das haben wir auf jeden Fall safe in der Tasche. So, Regenbogen Boulevard. Da sieht man sich wieder. So, let's go.
Ich glaube, die war hier gar nicht so schwierig, oder? Nee, der muss halt ein bisschen driften können. Nee, die ist komplett leicht eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so flamen wegen Regenbogen-Boulevards. Sind ja nicht alle schwierig. Man muss halt einfach driften, das war's. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber trotzdem, die Strecke ist jetzt nicht so schwierig. Und da ist sogar ein Stern. Wäre perfekt, wenn wir den bekommen könnten. Naja, leider nicht. Aber der war halt auch übelst nah an der Kante, ne? Muss man einfach auch so an der Stelle auch mal zugeben. Da kann man halt nicht viel machen. So, komm. Naja, natürlich fliegt das runter. Oh Gott. Ha, die ist auch noch falsch eingesetzt, ist sie blöd. Oh nee, ey, bitte nicht. Aha, das wurde nicht irgendwie hat er mich nicht getroffen. Ja, und irgendwie trifft irgendwie gar kein Item gerade. Ich weiß nicht warum. Guck mal, wie Glück wir haben. Wir haben komplett Glück. Ja, jetzt werden wir aber safe getroffen. LOL! Alter, was ist gerade los? Ja, davon können wir nicht los. Also da konnte man nicht ausweichen. Aber trotzdem, das war richtig witzig, Alter. Wurde halt einfach nie getroffen. So, das ist sogar relativ knapp hier. Aber wir sind Erster, das ist okay. Ich bin komplett zufrieden damit. Mit der Leistung bin ich komplett zufrieden. Oh yeah. Nah, das wäre so schlecht. Eigentlich hätten wir die Turbostreifen mitnehmen sollen. Die grüne Stelle hebe ich mir auf, bis die halt auch über den Abgrund sind. Also macht ja gar keinen Sinn, das zurückzuwerfen, weil da ein Abgrund war. So, da sind Bananen. Hier ist auch ein Abgrund. Da muss man erst noch warten, bis die auch da sind. Ja, sind sie. So. Aber leider nicht getroffen. So, das ist hier perfekt. Die werden driften. Hä? Als ob die da in der Banane vorbeigekommen sind. Aha. Banane hat uns beschützt. Wir werden auch gar nicht von roten Panzern getroffen, ne? Wir wetten das jetzt gleich hin. Nein, was mache ich da? Alter, da hatte ich Glück gehabt, dass der Rand hier bestückt war und das war klar. Mann, ich wollte eigentlich jetzt die Bose-Shell benutzen. So, habe ich den runtergeschubst? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall letzte Runde, Jungs. Das ist richtig lecker. Oh yeah. Ja, also so viel. Jetzt könnte man eigentlich gar nicht. Na fuck, ich hab den scheiß Stern nicht. Aber so hart verkacken können wir jetzt eigentlich hier nicht mehr. Ja, nee, hier kannst du auch gar nicht mehr runterfliegen. Ne, hier können wir gar nicht mehr verkacken. Funktioniert nicht. Wollte den Banane noch benutzen, aber geht nicht. Gut, Jungs. Na gut, die erste Runde war perfekt, aber die anderen, die waren ein bisschen schlechter, ne? Gut, Jungs, wir haben 136 Punkte. Ich denke, das ist ist ganz okay. 160 ist eigentlich das Maximale. Das heißt, wir haben 24 Punkte weniger als das Maximale. Aber das ist doch voll okay. Das ist komplett okay, denke ich mal. So, Sieger-Ehrung, die sehen wir uns natürlich an. So, ich trinke so lange eine Schluck Cola. Ich finde das auf jeden Fall cool, die Sieger-Ehrung.
So, erinnern wir uns natürlich. Aber eigentlich ist es echt egal. Aber ich mach's jetzt mal der Vollständigkeit halber. Damit wird das auch hier. Damit auch keiner behauptet, dass ich das nicht gespielt habe. So, wir haben 36 Minuten gebraucht insgesamt. Okay, da kommen scheinbar auch die Credits. Okay. Aber Meinung habe ich, denke ich, schon geäußert. Im Special Cup. Deswegen brauchen wir die Credits eigentlich gar nicht angucken. Danke fürs Spielen. Dankeschön. Bitteschön, meine ich. Gut. Dann geht's zum nächsten Part, zum letzten Part über. Wo wir die Meisterschaft im Spiegelmodus spielen. Ich werde natürlich da auch nicht meine Meinung äußern, weil, wie gesagt, das Projekt ist eigentlich zu Ende, aber ich habe jetzt mir gedacht, dass ich die Meisterschaftsmodis dann noch dranhänge und auf jeden Fall euch auch mal zeigen möchte. Und damit es halt vollständigkeitshalber ist, ne? Damit es vollständig ist. So. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bitte, meine Damen und Herren, haut rein. Ciao, 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 ciao. Bis zum nächsten Part. Ihr wisst schon was. Marika Doppel-Dash.